Boah, dann reden wir mal ein bisschen weiter. Bürger, Bürger, Bürger. Ich wäre mir da nicht so sicher. Sag mir nicht, du hast das. Haben wir jetzt auch einiges hier zu quatschen in der ersten Zeit. Du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Da musst du die Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladine hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord Andrei. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Muss mal kurz gucken. Das Gezwitscher hier, das ist so laut. Einstellungen. Audio. Seht das als unter Musik? Weil Effekt und Sprache. Also eigentlich ist, glaube ich, Effekt und das Gezwitscher. Unter Effekt. Aber das ist halt so überkrass, dieses Vogelgezwitscher. Was kannst du mir noch über Lord Andrei erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ja. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord Andrei gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Von mir erfährt keiner. Oh, dieses Vogelgezwitscher ist echt viel zu laut und zu oft. Das ist echt kacke, ey. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ braucht da einfach was aufs Maul. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Osper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Ist hier irgendwas... Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Okay. Also hat er jetzt einmal erzählt mit dem Bosper. Und danach ist nichts mehr Spannendes passiert. Okay, jetzt gehen wir runter. Das Hafenviertel. Jetzt wollen wir noch hier gucken. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Das ist eine schlimme Sache. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Irgendwie schon. 250 Gold. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Kurs. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was verlangst du für deine Hilfe?
100 Goldstücke. Ist das wirklich wahr? Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Greta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Greta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Das höre ich zum ersten Mal. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Zeig mir deine Ware. Ich habe für eine Keule. Brauchst du 50 Stärke. Ich hab jetzt... kann ich ja wieder nicht sehen, weil ausgewählt. Gut, Wasser, Mana, dunkles Palantir, also das ist hier ein Bier, Zins der Heilung, schwere Stachelkeule. Na gut, Lederrüstung wäre schon nicht verkehrt. Was habe ich denn überhaupt ein Gold? Oh, hätte ich sogar genug von. Okay, das ist nichts Erfahrungspunkte gebracht. Warum hört eigentlich keiner auf? Von selbst ist er nicht darauf. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Nicht gewusst. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Es war genauso, wie du sagst. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Das nicht. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Meine Meinung, mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert,
Kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hab gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Das höre ich zum ersten Mal. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Ich habe so einiges gehört. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Das bringt halt sehr viel Kohle, ne? Die Fälle und so. Deswegen macht es schon Sinn, das jetzt zu lernen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Zeig mir deine. Ring der Geschicklichkeit. Ah, 500, ey. Direkt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Der schön, wenn ihr alle mal ein bisschen weniger laut schreien würdet hier, ey. Wenn ihr euch unterhaltet. Das war doch klar. Ich finde das wirklich übertrieben, ist überlagernd, was die ja sich so von sich geben. Die Probleme ich hätte das anders kommen. Gemacht. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Corinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Würde ich schon niemals machen, Truhen ausräumen. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen, aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Ja, Laborflasche. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Hm. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Corinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Vielleicht ist er auch tot. Wo ist Elbridge jetzt?
Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Da werden wir vielleicht noch rausfinden. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Das ist eine schlimme Sache. Nee, das will da nicht. Ah, hier ist der Eingang. Da, Erfahrung haben wir bekommen. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann! Was war er doch für ein guter Kerl? Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Greta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Meine Güte. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen. Das feine... Es wiederholt sie sich. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Okay. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das so leicht geht.
Aber es ist nicht das dein Haus, sondern das von deinem Onkel. Was willst du noch? Du hast mein Gold. Geh.